Elektromobilität kann auch günstig. Auch wenn manche Stammtischweisheiten das Gegenteil behaupten mögen. Klar, die günstigen sind auch meist die kleinen. Aber gerade in überfüllten Metropolen und zum Pendeln reicht das schon völlig aus. Wir haben euch die günstigsten E-Autos in Deutschland herausgesucht. Der Dacia Spring Electric ist etwas für Pragmatiker. Gerade einmal 45 PS gibt's beim ersten Elektroauto der Rumänen. Und die 230 Kilometer laut WLTP reichen für die meisten täglichen Pendelstrecken. Unschlagbar ist dafür natürlich der Preis. 22.550 Euro stehen aktuell auf dem Preisschild. Und nach Abzug der Mehrwertsteuerersparnis sowie des Umweltbonuses für 2023 landen wir bei rund 15.400 Euro. Das nächste E-Mobil kommt aus dem Hause E-Go. Der E-Go Life ist mittlerweile Geschichte. Der Nachfolger heißt E-Wave X. Das Chassis besteht aus simplen Aluprofilen und der E-Motor stammt von Bosch. Auf dem Infoblatt stehen 60 PS, 163 Kilometer Reichweite und ein Basispreis von 24.990 Euro. Das nächste Elektromobil in unserer Liste könnte man schon fast als alten Hasen bezeichnen. Der Nissan Leaf ist seit 2010 auf dem Markt. Seitdem ist das Aussehen schnittiger und die Technik leistungsfähiger geworden. Bei uns im Dauertest überzeugte der Kompakte mit niedrigen Unterhaltskosten und praxistauglicher Reichweite von 350 Kilometern laut WLTP. Weiter geht's mit dem nächsten Kleinwagen, dem Opel Corsa e. Der kleine Rüsselsheimer der neuesten Generation verkauft sich wie geschnitten Brot und belegt jeden Monat immer einen der vorderen Plätze bei den Neuzulassungen. Kein Wunder, neben einem schicken Äußeren gibt es 350 Kilometer WLTP-Reichweite und mit 33.895 Euro auch einen noch recht bezahlbaren Preis. Ein weiterer Klassiker auf unserer Liste, der Renault Zoe. Frisches, recht zeitloses Design, moderne Technik und ein insgesamt kleiner CO2-Abdruck. Und dazu gibt's noch ein angenehmes Fahrgefühl. Je nach Akkugröße und Motorleistung gibt es 386 bis 395 Kilometer laut WLTP. Das hat seinen Preis. Die Franzosen starten mittlerweile bei rund 36.800 Euro. Als nächstes kommt das Stadtauto schlechthin, der Smart 42 EQ. Es gibt kaum eine Parklücke, wo der kleine Flitzer nicht reinpasst. Und als 82 PS E-Auto mit einer Reichweite von gerade einmal 135 Kilometern ist die Stadt auch das Revier des Smart. Und man hätte es gar nicht gedacht, aber mit gut 21.940 Euro ist der Mini-Mercedes auch noch bezahlbar. Als schnuckliger kleiner Stadtwagen mit einem Wendekreis von gerade einmal 8,60 Metern überzeugt der Renault Twingo Electric. Die Leistung von 82 PS reicht für den Alltag vollkommen aus, genauso wie die Reichweite von 190 Kilometern. Da ist sogar mal ein flottes Landstraßentempo drin. Und mit einem Preis abzüglich der Prämie von gerade einmal gut 21.000 Euro ist er noch eines der günstigsten E-Autos. Auch bei uns hier in der Aufzählung. Nachdem Fiat lange Zeit die Konkurrenz davonstromern lassen hat, holen die Italiener mit dem 500e jetzt alles nach. Denn er ist ein absoluter Kassenschlager. Wenn man sich die Neuzulassungen mal so anschaut, ist er immer vorn dabei. Cabrio-Feeling, optionale Teilautomatisierung, 95 PS und offizielle 257 Kilometer Reichweite überzeugen einige Deutsche. Und mit einem Prämienpreis von gut 23.800 Euro auch uns, zumindest in diesem Ranking. Mit dem Microlino kehrt eine Ikone, die Knutschkugel, zurück. Angelehnt an die BMW Isetta bringt der kleine E-Flitzer nicht nur ein besonderes Design mit, sondern auch ein geringes Gewicht. Die gerade einmal 500 Kilogramm sollen mit dem 17 PS starken Motor rund 175 Kilometer weit kommen. Aktuell ist der Microlino 2.0 für umgerechnet knapp 15.000 Euro vorbestellbar.